Susanne Wegner ist auf dem Weg ins Medizinische Zentrum für erwachsene Menschen mit Behinderung, kurz MZEB. Sie hat eine seltene Erkrankung des Nervensystems. Die Krankheit greift ihre Nervenzellen an und schwächt die Augen. Frau Wegner wird seit Jahren von ihrem Hausarzt betreut, doch die Behandlung ist kompliziert und erfordert die Beurteilung von Spezialisten. Ideal für sie das MZEB am Evangelischen Krankenhaus Alsterdorf in Hamburg. Hier arbeiten Experten verschiedener Fachrichtungen eng zusammen. Die Überweisung eines niedergelassenen Arztes eröffnet Frau Wegner den Zugang. Auch Sinan Adja und seine Mutter brauchen Spezialisten. Die Unruhe des jungen Mannes hat sich in letzter Zeit verstärkt. Er schläft schlecht. Vielleicht hat er Schmerzen? Chefarzt Dr. Georg Poppele untersucht ihn. Die Wärmebildkamera zeigt die Verteilung der Körpertemperatur. So kann der Arzt Entzündungen und Schmerzpunkte erkennen. Das ist besonders hilfreich bei Patienten, die nicht ausdrücken können, welche Beschwerden sie haben. Frau Wegner wird inzwischen vom Orthopäden untersucht. Das Besondere: im MZEB sind verschiedene Experten bei einem Termin an einem Ort. Die Physiotherapeutin ist bei der Untersuchung mit dabei. Gemeinsam entwickeln Ärzte und Therapeuten den Behandlungsplan. Für Sinan Adja wurde eine Ultraschalluntersuchung des Herzens angeordnet. Die Einbeziehung unterschiedlicher Fachgebiete ist wichtig für eine sichere Diagnose. Bei Frau Wegner ist zusätzlich eine neurologische Abklärung notwendig. Auch dafür gibt es im MZEB Spezialisten. In der angenehmen Atmosphäre fühlen sich die Patienten mit Behinderung gut aufgehoben und sicher. Eine Logopädin prüft den Schluckvorgang von Sinan Adja. Das erfordert viel Geduld, doch alle Kräfte im MZEB sind im Umgang und in der Kommunikation mit Menschen mit Behinderung geschult und besonders sensibel. Bei der Konferenz tauschen sich die Experten über die Untersuchungsergebnisse aus und entwickeln gemeinsam einen Therapieplan. Dieses ganzheitliche, interdisziplinäre Konzept ist bundesweit einmalig. Der niedergelassene Arzt übernimmt die weitere Behandlung des Patienten in enger Zusammenarbeit mit dem MZEB. So trägt das MZEB dazu bei, dass Menschen mit Behinderung medizinisch gut versorgt sind, damit sie ihr Leben selbstbestimmt gestalten können.